Wir sind im Jahr 2013. Miley Cyrus schaukelt auf einer Abrissbirne. Die ersten in der Klasse haben ein Smartphone und laden sich WhatsApp herunter, weil das bedeutet, dass man keine 9 Cent pro SMS zahlen muss. Instagram schwappt auch langsam, aber sicher nach Deutschland über. Doch Insta wird zu dem Zeitpunkt viel mehr als Filter-App benutzt. Und die meisten tummeln sich entweder auf Facebook herum oder warten darauf, dass sie eine Einladung für StudiVZ bekommen. Ich warte da immer noch drauf. Kann mir jemand eine Einladung senden? Auf YouTube sind Gronkh und Waititi ganz groß und Bibi lädt ihre erste Roomtour hoch. Hallo meine Lieben! Musical.ly, also die App, die später zu TikTok wurde, sollte erst ein Jahr später kommen. Dafür gab's aber Vines, ein Videoportal, wo man 6 Sekunden lange Videos hochladen konnte. Damals hätten wahrscheinlich viele nicht gedacht, welche Bedeutung die sozialen Medien in unserer Gesellschaft haben werden und wie krass sich das alles entwickeln wird. Wie konnten wir eigentlich hier landen? Häufig bekommt man zu lesen oder auch zu hören, dass Social Media verloren sei und es nicht mehr das gleiche ist wie früher. Liegt vielleicht auch daran, dass Social Media immer häufiger ein Ort für Hate Speech und politische Diskussionen geworden ist. Es gibt Forderungen von verschiedenen Seiten, wie sich die Nutzung von Social Media verändern muss. YouTuberin Alicia Cho zum Beispiel fordert, dass es eine Altersgrenze geben muss. Alleine deswegen, weil auf Social Media sehr viel stattfindet, was für Kinder erstmal in erster Linie nicht unbedingt bestimmt ist. Und warum sie zum Beispiel privat ihren TikTok-Account ganz gelöscht hat, darüber sprechen wir hier mit ihr in diesem Video. Und als wir euch gefragt haben, wie ihr zu der Nutzung von TikTok steht, waren die Antworten auch ziemlich eindeutig. TikTok löscht ihr teilweise aus politischen Gründen. Ihr würdet euch wünschen, dass die Plattform mehr gegen Fake News vorgeht. Habt für euch selbst gemerkt, dass ihr viel zu viel Zeit dort verbracht habt und fast schon süchtig wart. Oder es euch nicht gut fühlen lassen hat und ihr es als toxisch empfunden habt. Und dann gibt es, ja, man mag es kaum glauben, die es noch nie installiert hatten. Wir reden auf diesem Kanal so oft über den Impact von Social Media, dass es Zeit wird, sich anzuschauen, wie es sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. In Bezug auf Mental Health, Fake News, aber auch die Plattform an sich. Ich schaue in diesem Video, wo wir gerade stehen und wie sich die sozialen Medien in Zukunft entwickeln könnten. Vor allem, weil viele jeden Tag Social Media nutzen und es Teil des Alltags geworden ist. Hat Social Media, so wie wir es kennen, noch Zukunft? Darüber sprechen wir mit Alicia Cho und Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger, der sich mit den Dynamiken auf Social Media beschäftigt. Also all diese Phänomene, die wir da eben in den Plattformen haben, die, soweit wir nicht stärker regulieren, habe ich da schon ein schlechtes Gefühl dabei. Holt euch ein Wasser und let's fetz. Schauen wir uns doch erstmal an, was die Idee hinter Social Media war, wie wir es heute kennen. Mark Zuckerberg sagt bis heute, dass Facebook dazu da ist, um sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Und zwischen 2006 und 2009 war das auch so. Immerhin 3 Jahre. Die auf Facebook zu dieser Zeit waren, konnten nie leichter Kontakte pflegen. Sei es durch den Beziehungsstatus oder durch ein simples Like. Meine Art und Weise, Social Media zu nutzen zu dieser Zeit, sah auf jeden Fall so aus. Chillen mit Lisa und Anna im Park. Das war halt damals die Idee, dass sich Menschen sozial zusammentun konnten, miteinander austauschen konnten. Doch 2009 gab es dann neue Privatsphäre-Einstellungen und ein neuer algorithmischer Newsfeed, der die Zukunft von Social Media verändern sollte. Es wurden nicht mehr die neuesten Bilder von Freunden und Familie gezeigt, sondern Themen wurden hervorgehoben, die Facebook für relevant erachtet hat. Und jetzt gibt's einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 2016, denn da hat TikTok Algorithmus neu definiert. Durch die For You-Page werden uns nicht mehr die Dinge ausgespielt, die wir abonniert haben, sondern eben das, was TikTok für wichtig erachtet. 2016 war generell so ein Algorithmusjahr. Insta und Twitter verabschiedeten sich von dem chronologischen Feed. Einige fanden das nicht so cool, weil sie eben den Content ihrer Freunde sehen wollten und nicht das, was der Algorithmus ausspielt. 2022 postete eine Fotografin auf Instagram Make Instagram Instagram Again. Der Post hat etwa 2 Millionen Likes, Kylie Jenner hat es sogar repostet und die Fotografin startete eine Petition, wo sie unter anderem forderte, die chronologische Timeline zurückzubringen und aufzuhören, wie TikTok sein zu wollen. Doch ich finde, so ein personalisierter Feed hat schon auch was. Die Reels, die mir ausgespielt werden, sind echt richtig cool und da ist viel Zeug dabei, wo Menschen coole Bilder malen und schöne Orte zeigen. Das inspiriert mich immer total. Allerdings merke ich auch, ich hänge vielleicht auch etwas mehr auf den Plattformen herum, als ich eigentlich sollte. Eine Studie, die im Fachjournal Science erschienen ist, hat untersucht, welche Wirkung ein algorithmischer und ein chronologischer Newsfeed auf uns hat. Eine Sache, die dabei rauskam, war, dass die Teilnehmenden, die
einen chronologischen Newsfeed hatten, weniger Zeit online verbrachten. Michael Schweiger erklärt, was dahinter steckt. Die Hauptidee von Plattformen ist, dass man die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange dort festhalten will. Je länger man bleibt, desto mehr Daten hat die Plattform auch von einem Nutzenden und kann die auch entsprechend werberelevant nutzen. Und das scheint zu klappen. Es gibt dazu eine Studie der DAK. Die haben Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren mit je einem Elternteil zu ihrem Umgang mit digitalen Medien befragt. Dabei kam heraus, dass etwa 360.000 dieser Kinder und Jugendlichen eine Social-Media-Sucht haben. Die Zahl hat sich seit 2019 einfach fast verdoppelt. Im Schnitt verbringen an einem normalen Wochentag die Kids bis zu 150 Minuten auf Social Media. Zum Vergleich, etwa 99 Minuten sind es pro Tag, wenn man den Durchschnitt aller Altersklassen in Deutschland anschaut. Und wie Social Media momentan ist und wie wir es nutzen, ist wild. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, wie harmlos es angefangen hat. Es gibt auf der einen Seite immer wieder viele Meldungen dazu, dass durch Social Media gesundheitliche Probleme entstehen können. Mit teilweise gravierenden Auswirkungen, die bis zum Tod führen. Mark Zuckerberg hat sich Anfang des Jahres bei Eltern entschuldigt, deren Kinder zu Schaden gekommen sind. Es tut mir leid, was Sie alle durchgemacht haben. Niemand sollte das durchmachen müssen, was Ihre Familien erlitten haben. Dazu aber später nochmal mehr. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und Geld dadurch zu verdienen. Bewegungen wurden losgetreten, die für Aufklärung sorgen konnten. Und es wird aber auch immer politischer. Drogen kaufen war nie einfacher. Und Cybergrooming ist mittlerweile an der Tagesordnung. Und KI findet auch immer mehr statt. Also der Ist-Zustand von Social Media ist echt komplex. Und wenn wir auf die Folgen von hoher Social Media-Nutzung schauen, gibt es eine lange Liste an Problemen. Depressive Symptome und hoher Social Media-Konsum kann zusammenhängen. Ebenso wie eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Essstörungen, die entstehen können, bis hin zu gefährlichen Challenges, bei denen auch schon Jugendliche ums Leben gekommen sind. Cybermobbing, was wiederum zu Depressionen und Isolation führen kann. Und das kann dann wieder dazu führen, dass man mehr auf Social Media hängt, weil man sich ja isoliert. Und die Reize, die wir übers Handy wahrnehmen, können das Gehirn überfordern, was wiederum mit depressiven Symptomen einhergehen kann. Das legt eine Studie von 2019 der Uni Wien nahe. Und dann ist da ja noch so die kleine Gefahr von Fake News und Verschwörungserzählungen, die die öffentliche Meinung beeinflussen können. Wolfgang Schweiger macht sich diesbezüglich auch sehr viele Gedanken. Ich habe auch oft Augenblicke, wo ich mich frage, ob Social Media nicht wirklich verloren ist, weil Probleme, die damit einhergehen, also Fake News, Extremisierung von Meinungen, Datenschutzprobleme, das ganze Politische, das in den sozialen Medien, wenn politische Inhalte verbreitet werden, sehr häufig es eher populistische Aussagen sind. Das ist ja schon sehr, sehr in den Vordergrund gerückt. Das alles ist auch schon lange kein Geheimnis mehr. Es gibt Petitionen, die verlangen, dass TikTok gelöscht werden und Social Media generell für Kinder reguliert werden soll. Eine Katastrophe für Teenager, Blut an den Händen und Social Media ist tödlich. Aussagen, mit denen sich 5 Tech-Chefs im US-Senat konfrontieren lassen mussten. Und die so? Okay. Unter anderem auch Meta-Chef Mark Zuckerberg wurde Anfang des Jahres von dem Justizausschuss des US-Senats in Washington zu einer Anhörung geladen. Fokussiert wurde sich auf die Krise der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet. Unter anderem US-amerikanische Politiker wie Josh Hawley konfrontierten Zuckerberg mit Konsequenzen seiner Plattform für Kinder und Jugendliche. Your own study says that you make life worse for 1 in 3 teenage girls. You increase anxiety and depression. That's what it says. And you're here testifying to us in public that there's no link. Mehr als ein Drittel der jungen Mädchen bekämen Nacktbilder zu sehen. Ein Viertel sei mit sexuellen Annäherungsversuchen konfrontiert worden. 3/4 mit Inhalten, die zur Selbstverletzung ermuntert hätten. Im Saal der Anhörung waren 20 Familien anwesend, die ihre Kinder unter anderem durch die Blackout-Challenge verloren haben, bei der es darum geht, sich vor laufender Kamera zu strangulieren. Your product is killing people. Mark Zuckerberg entschuldigte sich hier erstmals direkt bei den Familien und es wirkte ein bisschen so, als hätte er es nicht von allein gemacht. Er musste dazu quasi aufgefordert werden. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. Seine Pläne aber, in Zukunft dagegen anzugehen, blieben unkonkret. Vor allem, weil er in der Vergangenheit bereits ablehnte, das Team für die Sicherheit im Netz zu verstärken. Dadurch könnte es sein Anliegen, dass es ihm wichtig sei, irgendwie unglaubwürdig rüberkommen. Oder? Was sagt ihr dazu? We work hard to provide parents and teens support and controls to reduce potential harms. Keeping young people safe online
has been a challenge since the internet began. Er sagt, er sieht auch die Verantwortung eher bei Apple und Google und nicht bei Meta. Es müsse nämlich für Eltern kontrollierbarer sein, welche Apps ihre Kinder downloaden können. Meta wurde in der Vergangenheit von mehr als 40 Bundesstaaten wegen unzureichender Sicherheit für Kinder verklagt. Auch X, TikTok, Discord und Snapchat wurden mit den Todesfällen konfrontiert. Sie versprachen, ein neues Gesetz zu unterstützen, welches darauf abzielt, Schutzmaßnahmen für Minderjährige einzurichten. Ziel sei es, sexuelle Ausbeutung, Magersucht, Suizid, Propaganda und Online-Mobbing entgegenzuwirken. Evan Spiegel, der Chef von Snapchat, entschuldigte sich für den Tod von Minderjährigen durch den Kauf von Drogen über Snapchat. I'm so sorry that we have not been able to prevent these tragedies. Und TikTok-Chef Shou Chu kündigte an, mehr als 2 Milliarden Dollar in Vertrauen und Sicherheit zu investieren. Aber bei TikTok kommt auch noch ganz andere Kritik dazu, besonders wenn es um Datenschutz geht. Wenn euch interessiert, was da genauso schwierig ist, dann schaut doch mal hier vorbei. Was auf jeden Fall schon eine Konsequenz auf die Kritik zu den, ich sag mal, schwierigen Datenschutzeinstellungen ist, einige Länder haben TikTok verboten. In manchen Ländern gilt das Verbot nur für Menschen, die für die jeweiligen Regierungen oder Behörden arbeiten. Andere haben es aber für alle verboten. In den USA könnte es in Zukunft auch ein TikTok-Verbot geben. Die Kongresskammer verabschiedete ein Gesetz, das einen Eigentümerwechsel bei TikTok erzwingen soll. Doch in Deutschland können wir ein TikTok-Verbot erstmal ausschließen. Hallöchen, Elle aus der Zukunft hier. Mittlerweile gibt es aber auch andere Stimmen aus der Politik, die sich für eine Prüfung eines TikTok-Verbots in Deutschland aussprechen. Aber in Nepal zum Beispiel wurde TikTok auch verboten, diesmal nicht wegen Datenschutz, sondern weil es sich auf die soziale Harmonie im Land auswirke. Und das finde ich richtig spannend. Aber ob hier ein Verbot kommt oder nicht, kann ich als Einzelperson jetzt nicht wirklich beeinflussen. Was ich aber für mich machen kann, ich kann die Apps einfach löschen. Also einfach für mich, damit ich davon nicht mehr belastet werde. Ist das vielleicht die Lösung? Für Alicia Cho persönlich schon. Alicia Cho widmet sich auf ihrem Kanal verschiedenen gesellschaftskritischen Themen wie Veganismus, Gendern und Kinderinfluencer und die Gefahren im Netz. Sie hat für sich entschieden, nach und nach Apps von ihrem Handy zu löschen. Ende 2023 entschied sie sich dazu, TikTok zu löschen und schrieb dazu Folgendes. Mittlerweile habe ich wirklich TikTok gelöscht und mir geht es supi. Videos für YouTube-Recherchen kann ich im Zweifel im Browser suchen. Kann ich also nur empfehlen. Ich hatte mehrere Gründe, warum ich TikTok löschen wollte. Zunächst einmal war es ein absoluter Zeitfresser bei mir persönlich. Und dann war es auch noch so, dass ich gemerkt habe, wie mich manche Themen, die ich auf der App sehe, irgendwie runterziehen. Und solche Sachen sind permanent auf mich eingeprasselt und ich habe mir gedacht, nee, ich möchte mal einen Schritt zurückgehen und mich ein bisschen aus dieser TikTok und schnellen Internetwelt rausziehen. Im Februar 2024 entschied sie sich dann noch dazu, allen auf Insta zu entfolgen. Also ich habe mir teilweise einfach Stories angeschaut von Freunden oder Kollegen, habe dann da irgendwie ein Reel angeklickt und bin dann irgendwie schon wieder so im Scrollen gelandet. Aber es war auch ehrlich gesagt so, dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass ich manchen Personen einfach nur aus Pflichtbewusstsein folge und die Inhalte, die die posten, mir persönlich gar nicht gut tun. Und damit ist sie nicht die Einzige, die den Social-Media-Kanälen den Rücken zuwendet. Angefangen bei Melina Sophie. Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem letzten Video. Ihr habt richtig gehört, es ist kein Clickbait, es ist die Wahrheit. Bis hin zu Bibi. Zumindest ist sie auf YouTube noch nicht zurück. Auf Insta gab es aber vor einigen Wochen den ersten Post nach fast 2 Jahren. Oder Creator wie Joey's Jungle, die sich sehr bewusst für eine bestimmte Zeit herausnehmen. Und diese Zeichen, die dann so ziemlich fast jeden Tag kamen seit August 2021, haben mir gezeigt, du musst einen Schlussstrich ziehen. Dein Körper sagt dir jeden Tag aufs Neue, dass er nicht mehr kann und dass du hier etwas ändern musst, weil es sonst nicht mehr weitergeht mit dir. Immer mehr Leute, und das schreibt ihr uns auch in den Kommentaren, entscheiden sich bewusst dafür, die sozialen Medien zu deaktivieren. Sei es, weil ihr das Gefühl bekommen habt, euer Leben sei unspannend und ihr würdet was falsch machen, weil das Leben der anderen so viel aufregender aussieht auf Social Media, oder es euch überfordert, oder ihr euch den Scheiß manchmal einfach nicht geben wollt. Ich habe keinen Bock auf Stress, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Complications, ich habe keinen Bock auf irgendeine Scheiße, die hier gleich abgehen kann. Man sieht, manche machen es wegen ihrer mentalen Gesundheit, andere für ihr Selbstwertgefühl. Den Fokus auf das echte Leben zu legen und auch dort seine sozialen Kontakte mehr zu pflegen, weniger rumzuscrollen, weniger Reizüberflutung, weniger emotionale Belastung. Klingt logisch, aber zum Beispiel für meine Kollegin Shannon irgendwie dennoch unvorstellbar. Weil in ihr das Gefühl aufkommt, wirklich was verpassen zu können. Und auch Alicia Cho hatte vor dem Gefühl am Anfang etwas Respekt. Was ich aber gemerkt
gemerkt habe, als ich Social Media gelöscht habe, ist, dass ich jetzt viel weniger FOMO habe, weil ich eben gar nicht mehr sehe, was die anderen überhaupt machen. Und statt, dass ich irgendwie von Freunden sehe, was sie gerade Tolles machen, rede ich jetzt viel mehr mit Freunden über dann irgendwie Kurznachrichtendienste oder eben übers Telefon, was mich irgendwie insgesamt sehr viel besser fühlen lässt. In Alicias Video, warum du TikTok noch heute löschen solltest, könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Da geht sie noch etwas genauer auf ihre Perspektive ein. Statt zu löschen, kann man natürlich auch seinen Social-Media-Konsum minimieren. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht. Auch Alicia hat sich bisher nicht für ein generelles Löschen von allen Social-Media-Plattformen ausgesprochen, ist aber für eine Altersgrenze. Grundsätzlich bin ich ein totaler Gegner von Verboten und ich würde auch niemals sagen, dass wir gewisse Social-Media-Plattformen an sich irgendwie verbieten sollen. Das sollte jeder am Ende noch individuell entscheiden können. Wir müssen uns aber Gedanken über die Rahmenbedingungen machen. Also welche Gesetze und Regeln gibt es? Sie befürchtet, dass der Konsum von Social Media vergleichbar ist wie die Folgen von Tabakkonsum. Sie sorgt sich um den Wandel der digitalen und damit auch der realen Welt und der Tendenz zu einer abgestumpften und gewaltvollen Gesellschaft. Und in den Kommentaren wird ihre Sorge bestätigt. Alicia ist weiterhin auf YouTube, Instagram und Twitch aktiv, rät aber ihre Community zu regelmäßigen zeitbeschränkten TikTok-Detox. Dazu habt ihr uns geschrieben, helfen euch unter anderem App-Timer. Sich also gegen Social Media zu entscheiden, kann eine Entscheidung für sich selbst sein. Aber wieso sind dann überhaupt noch Menschen auf Social Media? Ist kein Social Media haben vielleicht auch keine Lösung? Denn Social Media ist ja nicht nur schlecht. Das meint auch Wolfgang Schweiger. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sind Social Media weiterhin eine ganz großartige Möglichkeit, um Menschen, die gleiche Probleme, gleiche Interessen haben, zu verknüpfen, dass sie sich dort austauschen können. Oder denken wir mal zurück an 2020, als super viele Videos zur Black Lives Matter-Bewegung und der Polizeigewalt in den Staaten geteilt wurden. Durch Social Media hat so die Tötung von George Floyd eine große Aufmerksamkeit bekommen und durch diese Sichtbarkeit fand mehr Aufklärung statt. Wie sieht's denn bei euch aus? Was hat euch Social Media im Positiven gebracht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ja, was klar ist und bleibt, das Löschen von Social Media Plattformen kann auf jeden Fall eine Lösung sein, wenn es um das eigene Wohlbefinden geht. Doch wie könnte eigentlich die Zukunft von Social Media aussehen? Vielleicht so? I saw part of the message. I seem to have found it. Oder vielleicht auch so? Naja, lasst uns mal ein bisschen realistischer sein. Wobei. Come over here, come to Mama. This is really weird. Zum einen werden aktuell politische Inhalte auf Threads und Insta gedrosselt und das heißt, sie werden nicht mehr algorithmisch verbreitet. Das teilte Meta dieses Jahr am 9. Februar mit. Eine richtige Begründung gab es da aber nicht. Sie schrieben, wir möchten, dass Instagram und Threads für alle ein tolles Erlebnis sind. Und zum anderen findet die EU es nicht so geil, dass Meta personalisierte Werbung ohne Einwilligung der Nutzer ausspielt. Deshalb hat die EU dafür seit 5 Jahren eine Vorschrift. Weil Werbung aber die Haupteinnahmequelle für Meta ist, sind die auf die Idee gekommen, die Vorschrift mit einem Abo-Modell zu lösen. Werbefreies Insta und Facebook sollen dann etwa 10 Euro kosten. Mal schauen, wo das hingehen wird. Aber es gibt bereits jetzt schon Trends, die in eine bestimmte Richtung gehen. Ich habe mehrere Artikel gefunden, die davon ausgehen, dass Social Media immer nischiger wird. Also, dass sich Menschen mehr auf kleine, verschiedene Plattformen verteilen werden, weil dort die Interessensgebiete abgedeckt werden, die sie interessiert. Denn je größer eine Plattform ist, desto mehr Fake News, Hate Speech und andere Probleme tun sich auf. Klar, dass sich da womöglich Menschen nicht mehr so wohlfühlen könnten. Und Social Media ist ja auch ein Ort, wo wir mit Menschen connecten wollen und nicht zwingend nur Inhalten ausgesetzt werden möchten, die nichts mit uns zu tun haben. Der amerikanische Medienwissenschaftler Ethan Zuckerman meint, es geht nicht darum, ein Netzwerk auszuwählen, um sie alle zu regieren. Das ist verrückte Silicon Valley-Logik. Die Zukunft sieht so aus, dass man Mitglied in Dutzenden verschiedener Communities ist, weil wir als Menschen so sind. Da gibt es zum Beispiel Mastodon oder Blue Sky. Das sind Plattformen, die ähnlich aufgebaut sind, wie es Twitter war. Nachdem Musk Twitter übernommen hat, haben sich manche Nutzer nach anderen Plattformen umgeschaut. Aus relativ nachvollziehbaren Gründen. Oder auch Discord wird immer beliebter. Eine Plattform vor allem für Gamer, die eine Mischung aus Forum-Chat, Livestreaming und Sprache Chat ist. Was sie eben so beliebt machen könnte, ist gerade das Nischige. Die zocken, chillen eben eher da, wo andere Leute sind, die zocken. Und die gerne ihren Alltag mit Freunden teilen wollen, finden sich auf BeReal. Die Plattform fordert Nutzende mit einer Mitteilung auf, einen Moment aus dem Alltag zu teilen. Dadurch hat man keine Zeit, das Foto zu bearbeiten und es wirkt halt real.
Der Feed füllt sich mit echten Bildern aus dem Leben der Freunde. Der Algorithmus spielt hier mal keine Rolle. Ich habe auch mal Alicia gefragt, ob so ein Plattformwechsel für sie in Frage kommt. Ich persönlich muss sagen, dass ich vom Umsteigen auf andere Social-Media-Plattformen nicht so viel halte, weil ich auch glaube, dass das dann einfach nur eine Verlagerung ist. Klar gibt es wahrscheinlich Plattformen, die jetzt irgendwie besser sind, weniger abhängig machen. Ich persönlich muss aber sagen, für mich war das kein Weg. Also ich wollte komplett raus aus dieser Smartphone-Nutzung. Eine andere Theorie, wie sich Social Media in Zukunft entwickeln könnte, ist, dass es nicht viele verschiedene, kleinere, nischigere Plattformen geben wird, sondern eine große Plattform für alles. In China gibt es da zum Beispiel schon WeChat. Also eine App, die eigentlich so gut wie alles kann. Wo man reingehen kann, da sind alle Termine drin, da kann man shoppen gehen, da gibt es eine Bezahlfunktion, da kann man seine üblichen Social Media Dinge tun, da kann man Nachrichten lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was im Augenblick die ganzen Plattformen im Hintergrund so als Weiterentwicklung versuchen. Eine weitere Sache, die sehr spannend wird, ist, welche Rolle KI auf Social Media spielen wird. Denn momentan ist es ja noch so ein bisschen wie ein Wilder Westen. Da hätten wir einmal Weltstars, die auf Deutsch sprechen. Ich machte Dollys neues Weihnachtsalbum und nahm im Juli ein Weihnachtslied auf. Du gehst dorthin, tauchst auf, tust, was du tun musst. Und hast eine tolle Zeit dabei. Virtuelle Influencer wie Shudo, die für manche Brands das Gesicht ist. Oder auch Deepfakes von Stars. Sieht hier ganz witzig aus, kann aber super schnell super gefährlich werden. Denn neben diesen ganzen Spielereien gibt es die große Gefahr, dass Fake News durch KI authentisch bebildert werden können. Aber KI wird auch bereits mit Datensätzen trainiert, sodass sie in der Zukunft auch Falschinfos erkennen kann. Doch da gibt's leider einen kleinen Haken. Die EU hat ein neues Gesetz eingeführt, um Social-Media-Plattformen transparenter zu machen. Eine wichtige Änderung ist, dass die Plattformen ab Februar 2024 Nutzern erklären müssen, warum Inhalte gesperrt oder gelöscht wurden. Und selbst wenn die KI es schafft, Desinformationen auf Social Media zu erkennen und sie zu löschen, kann sie halt nach aktuellem Stand leider den Nutzern noch nicht sagen, warum es gelöscht werden musste. Doch laut Experten führt an KI kein Weg vorbei. Und es gibt das erste KI-Gesetz vom Europaparlament weltweit. Unter anderem wird es eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte geben. Doch wie das in der Praxis aussieht und kontrolliert werden wird, gerade im Hinblick auf die tägliche Flut an Deepfakes, KI-generierten Bildern und Videos, werden wir sehen. KI einsetzen, um KI-generierte Bilder zu erkennen und zu kontrollieren, ist dann wohl ein Full-Circle-Moment, I guess. Naja, KI zu trainieren ist ein Ansatz, um aktuelle und zukünftige Probleme zu regulieren. Generell gibt es zwei Herangehensweisen, wenn es um die Regulierung von Social Media geht. Wir haben ja durchaus auch durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die gesetzliche Vorgabe in Deutschland, mittlerweile auch in der EU, dass sich die Plattformen selbst regulieren. Das heißt, die sollen alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um eben verfassungsfeindliche Inhalte bzw. auch sonst wie strafrechtlich relevante Inhalte wie Beleidigung, Beschimpfung, Aufruf zum Rassenhass und so weiter zu markieren oder eben zu löschen. Wolfgang Schweiger meint, die zweite Herangehensweise wäre die staatliche Regulierung. Aber was wir noch viel zu wenig haben in Deutschland und eigentlich weltweit, ist tatsächlich dann eine Strafverfolgung dieser Inhalte, weil die Plattformen es halt im Augenblick nicht selber so hinkriegen. Es fehlen einfach schlichtweg die personellen Ressourcen, um das alles durchzuschauen. Wie es in der Zukunft mit Social Media weitergehen wird, bleibt in jeder Hinsicht spannend. So wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall nicht perfekt. Aber ob es früher wirklich besser war, können wir nicht wirklich beantworten. Es war vielleicht übersichtlicher und mehr social, dafür aber vielleicht auch weniger kreativ. Das Einzige, was wir für uns ändern können, ist, wie und auf welche Art wir Social Media nutzen wollen. Und vor allem auch darauf zu hören, was uns gut tut. Die Unterschiede, die ich gemerkt habe, seitdem ich kein TikTok mehr habe, sind ja, teilweise körperlich, teilweise psychisch. Also zum einen merke ich natürlich einfach, dass ich mehr Zeit habe, mehr offline mache, was mich persönlich irgendwie so ein bisschen beschwingter und glücklicher zurücklässt. Grundsätzlich würde ich es eigentlich jedem, egal ob jetzt YouTube-Kollege oder Privatperson, empfehlen, mal einen Schritt zurückzutreten bei Social Media. Das muss nicht bedeuten, dass für jeden das Gleiche gelten muss wie mich. Was vermisst ihr am alten Social Media und wie ist euer aktuelles Verhältnis zu Social Media? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier findet ihr weitere Videos von uns. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!